Schweren Herzens möchte sich heute Barbara Steinhauer von ihrer geliebten Swarovski-Sammlung trennen. 1981 fing ich an zu sammeln mit einem Teddy von Swarovski. Und da fing die Leidenschaft des Sammels an. Der größte Teil ist von meinem Mann. Und ich hätte ganz gerne so 10.000 Euro dafür. Mein Gott, was haben wir denn hier? Was wir hier haben, das ist... Ja, unfassbar. Ja, das ist, sind Swarovski-Gläser von der Firma Daniel Swarovski, österreichischer Hersteller. Geschliffenes Kristallglas. Und alle sind auch signiert. Das sind über 100 Figuren. Wir haben hier 13 Jahresfiguren, die Mitgliedern vorbehalten sind des Swarovski Crystal Society Clubs. Sind Sie ein Mitglied dieses? Ich war ein Mitglied, ja. Deswegen, so sind Sie daran gekommen. Und diese kleineren Stücke sind dann zugekauft worden. Ja. Die gibt es ja in vielen Souvenirläden. Swarovski ist global vertreten. Die haben ein unglaubliches Vertriebsnetz. Jetzt habe ich aber direkt erst mal eine Frage, bevor es wirklich ans Eingemachte geht. Warum möchte man sich von so einer großen Sammlung trennen? Weil ich glaube, hier ist ja ganz viel Leidenschaft mit drin. Ne? Da haben Sie ja auch gesucht. Das kam ja nicht einfach mal so durch Zufall um die Ecke alles. Das ist richtig. Einmal, um abzuschließen. Das erste Teil hatte ich von meinem Mann bekommen. Das war ein kleiner Teddy. Wenn er unterwegs war, hat er mir was mitgebracht oder Geburtstage und so weiter. Und jetzt schließe ich daraus etwas nicht so Schönes. Und deswegen möchten Sie damit abschließen und die schönen Erinnerungen behalten. Ja. Und das heißt, mit dem Erlös würden Sie dann etwas für sich tun wollen? Ja. Für mich oder wenn es dabei rumkommt mit den Kindern. Oh Gott, jetzt leuchten die Äugelchen genauso wie das Kristall. Ne? So, aber jetzt gehen wir erstmal zu den interessanten Sachen nochmal zusätzlich, nämlich den Werten. Mhm. Die würde ich jetzt gerne wissen, weil ich glaube zu wissen, Swarovski ist wirklich teuer. Ja, es ist teuer, auf jeden Fall im ersten Einkauf natürlich sehr. Ja. Danach sinkt der Wert natürlich, kann man sich vorstellen. Also wertvoll sind vor allem diese Jahresfiguren. Hiervon haben Sie ja 13, so aus den Jahren 93 bis 2000 um. Und diese Jahresfiguren bringen allein einen Wert von ungefähr 700, 800 Euro im Weiterverkauf. Ja. Und zusammengerechnet mit diesen weiteren Figuren, wo wir ungefähr auf 100 kommen in der Anzahl, es gibt noch einige besondere Gruppen, wie hier zum Beispiel eine Krippengruppe oder hier Rotkäppchen mit dem bösen Wolf. Ja. Und zusammengerechnet bin ich auf einen Wert gekommen mit 3.300 bis 3.800. Zusammen? So, damit können Sie rechnen, ja. Ohne die Großen? Zusammen mit den Großen. Die Großen, die bringen einen Wert von 700 bis 800 und das alle Stück. Figuren zusammen. 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 Jede einzelne liegt ungefähr bei 150, maximal 200 Euro im Weiterverkauf. Aber sie haben auch keine Originalverpackung. Das muss man auch leider abwertend mit einbeziehen. Sammler wollen diesen Top-Zustand, diesen ersten Originalzustand, möglichst erhalten. Das heißt also, man müsste eigentlich, wenn man sammelt und nicht neu kauft, ja, wenn auspacken, dann die Verpackung genauso gut wegstellen, wie das Stück, worum es eigentlich geht. Noch besser ist es, wenn man es gar nicht auspackt. Ja. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir beide den Schritt zu unseren Händlern wagen. Ja? Und sie werden nicht Gift und Galle spucken, sollten die irgendwelche Preise aufrufen, weil wir können es ja noch wieder mitnehmen, wenn es ganz komisch wird. Richtig. Ja? Sollen wir machen? Ja. Ihr Kärtchen, Sie müssen das jetzt nicht nur oben tragen. Dafür haben wir wunderbare, sehr nette Helferlein. Und ich würde sagen, trinken Sie sich da vorne so ein kleines Gläschen. Ne? Ja, ne? Danke. Bis Tschüss. Gleich. Ja. Jeder denkt natürlich, Swarovski, das sei ein ganz, ganz besonderes Material. In Wahrheit ist es aber Glas, geschliffenes Glas mit einer besonderen Mischung. Aber es ist eben nur Glas. Die Händlerprofis warten schon auf ihren ersten Verkäufer. Wie wird es wohl für Barbara laufen? Ich weiß wirklich nicht, was mich da erwartet. Ich habe noch nie verhandelt. Mal gucken, was läuft. 10.000 Euro will Barbara für ihre Sammlung. Bei einer Expertenschätzung von 3.800 werden das keine leichten Verhandlungen. Ob die Händler sich in diese Preisregion vorwagen werden? Ich kann jetzt nicht sagen, was Sie sich vorgestellt haben. Also ich würde sagen, so 10.000 Euro. 10.000 Euro. Ist schon ein bisschen hoch. Das, was man heute bezahlen muss, das kriegen Sie nicht mehr. Nein. Wunderschön, aber bei 10.000 Euro, da würde ich auch sofort Abstand davon nehmen. Also. Walter? Puh, wir sind natürlich Händler.
So, und das ist natürlich eine große Masse, das verkaufen sie auch nicht von heute auf morgen. Wenn ich jetzt natürlich mein Angebot abnehme, da kriegen sie erstmal einen Schock. Aber ich bin aber auch jetzt nicht derjenige, der es kaufen wird. Also für mich ist es, so leid es mir für Sie tut, 350 Euro wert. Die werden mit Sicherheit etwas mehr geben. Ich gönn's Ihnen zumindest. Und ich beginne als erstes gleich mal vierstellig. Ich würde es einmal mit 1000 ansetzen. Das ist einmal die Basis. Das malerische Oberstaufen im Allgäu. Hier führt Wolfgang Pauritsch sein Kunst- und Auktionshaus. Der gebürtige Österreicher hat feste Berufsprinzipien. Mein Motto für das Handeln ist Leben und Leben lassen. Der Tiroler weiß, was seine Kunden wollen. Und in seinem Geschäft bietet er vor allem hochwertige Antiquitäten an. Es ist immer wichtig, auch zu wissen, was für eine Geschichte hinter einem gewissen Gegenstand steckt. Und da muss man vorsichtig mit seinen Geboten drangehen, dass man den Verkäufer auch nicht verletzt. Ein Grundsatz, den Wolfgang sehr gut beherrscht. Deshalb ist er auch so erfolgreich. Auch als Profi hat man seine weichen Seiten. Und wenn der Kunde ein sympathischer, netter Mensch ist, dann gibt man auch gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus. Also die 10.000 Euro, die sie direkt spontan gesagt hat, weil ich hatte ihr noch vorher gesagt, bitte, man sagt niemals nicht als Erster einen Preis. Ja, so, ja. Das Angebot da war ehrlich, das war eine ehrliche Aussage von ihm. Das Angebot da, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon sehr fair. Gut, ich mache noch ein bisschen was drauf. Es sind einige Teile kaputt. Ich sag mal 1100 Euro. Die Kartons, die Originalen, haben sie nicht mehr. Schade. 1300 für alles. Also wie 13... wär's denn mit 3000? Ich bin Ihnen 1400. Wenn Sie die Kartons dabei hätten und jedes Stück einzeln ins Internet gestellt hätten, dann hätten Sie vielleicht die Chance, irgendwo in die Nähe von dieser Summe von 3000 zu kommen. Aber so sehe ich da überhaupt keine Chance. Und ich, nein, nicht mal 2000. Nein. Das wäre mir persönlich zu viel. Sollen wir zweimal ganz kurz da vorne ins Action gehen, gucken uns mal in die Augen und die Herrschaft gucken noch einmal ganz kurz drüber? Ja. Ja? Mhm. Guck noch mal ganz kurz. Ja, ich gehe mal ganz kurz mit ihr in die Ecke. Wolf, komm. Ich komme direkt wieder. Der Harlekin, das ist auch eine Jahreszahl. Das ist gut. Ja. Die drei sind gut. Das ist eine Serie. Aber da war auch eine Schachtel dabei. Die ist auch nicht mehr da. Die Schachtel braucht die, doch, die nicht. Ist wichtig. Lass doch die Schachtel sein. Wenn ich dir sage. Komm, gib dem Mädel 1600, 1700 Euro, dann ist sie zufrieden. Du kommst aus der Ecke, du kriegst es eher weg. Also öffnest du dein Gebot. So, ihr Lieben. Wir hören jetzt noch einmal die letzten Worte von euch und dann entscheiden wir uns. Bitte 1,5. Okay. Ja? Mach ich. Ja? Ja. Mach ich für Sie. Das macht mich stolz. Okay. Barbara ist ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. In solchen Momenten werden selbst die härtesten Profis weich. Dankeschön. Sind auch österreichische Scheine. Ja. Alles Liebe, Madame. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Ich hoffe, ja? Den habe ich. Ich werde an Sie denken. Dankeschön. Also, schöne Zeit. Tschüss. Ade, tschüss. Das, was ich mir vorgestellt habe, habe ich natürlich alle Male nicht bekommen. Da soll mal einer sagen, wir Händler sind nur korrupt. Wir haben richtig Herz. Da kann aber jetzt einer mal wirklich was sagen. Ja, ich bin nicht direkt erleichtert, aber irgendwo auch ein bisschen zufrieden in einem Punkt. Also normalerweise hätte das nicht gekauft für das Geld. Aber es ist ja auch gut so. Vielleicht ist es ja für einen guten Zweck.